Nein, nein, mit eurem Sound ist alles in Ordnung. Da müsst ihr nichts dran machen. Das ist schon richtig, dass hier keine Titelmusik läuft. Das hier gibt eine unnummerierte Yes, der Chips Folge. Warum? Nach der letzten Folge, der Folge 10, gab es einige Anfragen in Richtung Skasi. Offensichtlich ist dieses Thema nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Und auch zu IDE gab es erstaunlicherweise die ein oder andere Frage. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal so ein kleines Things you need to know, à la James May, über das Thema Skasi. Und damit es nicht ganz so monothematisch wird, auch noch im Vorgriff zur nächsten Folge, der Folge 11, Amiga 2000 Zorobus 2 adressierbarer Speicherbereich. Ist mit Sicherheit auch interessant zu wissen. Wenn nicht, mehr wie das kommt jetzt nicht, dann könnt ihr jetzt schon wieder ausschalten. Falls es euch doch interessiert, dann bleibt dran. Hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer wie vorher. Fangen wir mit dem einfachsten an. IDE oder ATA, beziehungsweise nach der aktuellen Bezeichnung PATA. Dies war lange Zeit das Standardverfahren in PCs, um Massenspeicher wie beispielsweise Festplatten oder CD-ROM-Laufwerke anzuschließen. Ein IDE-Kabel hat maximal drei Anschlüsse, wovon einer am Controller, meist auf dem Mainboard, angeschlossen wird. Die am Flachbandkabel angeschlossenen Geräte werden mittels Jumper konfiguriert als 0 und 1, beziehungsweise nach der gängigeren, aber irreführenden Bezeichnung Master und Slave. Warum irreführend? Weil man annehmen könnte, dass Slave, also der Sklave, dem Master untergeordnet ist. Dies ist aber praktisch nicht der Fall. Die Bezeichnung Master und Slave stammt aus der Anfangszeit von IDE, zu der sich die gesamte IDE-Geschwindigkeit nach dem langsamsten Gerät gerichtet hat. Das spielt aber heute keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass es pro IDE-Kabel nur einen Master und einen Slave geben darf. Neben diesen beiden Einstellmöglichkeiten findet sich auch noch die Option Cable Select. Wählt man diese, so wird aus dem Gerät, welches am Ende des Kabels angeschlossen ist, automatisch der Master und aus dem Gerät, welches am mittleren Anschluss angeschlossen ist, wird automatisch der Slave. Ich persönlich bevorzuge allerdings die direkte Vergabe per Master und Slave. Es schwirrt auch der Begriff EIDE oder EIDE, steht für Enhanced IDE, herum. Ein so bezeichneter Controller hat statt einem IDE-Anschluss eben zwei. Wobei hier die Bezeichnungen Primary IDE und Secondary IDE auftauchen. Aber auch hier spielt diese Rangfolge keine Rolle. Der Secondary Slave wird genauso behandelt wie der Primary Master. Unterschiede gibt es noch in der Anzahl der Pins. An 3,5 Zoll und größeren Geräten findet man für gewöhnlich den 40-poligen Anschluss. Diese Geräte haben eine separate Spannungsversorgung. Bei 2,5 Zoll Geräten, oftmals in Laptops zu finden, findet man den 44-poligen Anschluss. Hier wird die Versorgungsspannung für das Gerät gleich durch den IDE-Bus mitgeliefert. Ferner gibt es noch Unterschiede, was die Adernanzahl auf den Kabeln angeht. Es gibt die klassischen 40-adrigen Kabel und die 80-adrigen Kabel. Von der Funktion her sind aber beide vollkommen identisch. Die 80-Adern wurden später eingeführt, um höhere Datenübertragungsraten möglichst fehlerfrei zu ermöglichen. Neben der Bezeichnung ATA taucht manchmal auch die Bezeichnung ATAPI auf oder ATAPI. Aus heutiger Sicht spielt das aber keine Rolle mehr und man kann beides getrost als das gleiche ansehen. Für den Retro-Bastler ist wichtig zu wissen, dass manche IDE-Anschlüsse nur zu bestimmten Geräten kompatibel sind. Auf alten Soundkarten findet man solche IDE-Anschlüsse, an die in aller Regel aber nur ein CD-ROM-Laufwerk angeschlossen werden konnte. IDE bzw. ATA wurde im PC-Bereich durch SATA, Serial ATA, abgelöst und in diesem Zuge bekam die alte Bezeichnung ATA ein P vorangestellt für Parallel ATA oder Parallel ATA. Aus Bastlersicht ist einer der großen Vorzüge von IDE die fast direkte Kompatibilität zu Compact Flash Karten. So ist es möglich, an einem IDE-Bus einen Adapter auf Compact Flash anzuschließen und dort eine Compact Flash Karte einzusetzen, um damit beispielsweise eine Festplatte zu realisieren.
Ich möchte hier den kleinen Rat anbringen, wo immer es möglich ist, auf IDE zu gehen, sollte man dies auch tun. IDE ist neuer als SCSI und für IDE bekommt man sogar noch neue Festplatten. Und auch sind andere an IDE anschließbare Geräte noch etwas neuer als die SCSI-Geräte. Wenn man aber jetzt nur SCSI hat, aber trotzdem auf IDE gehen möchte, so gibt es sogenannte SCSI auf IDE Bridges, wie diese A-Card hier. Kostet zwar ein paar Euro, aber mittels diesem Stückchen Hardware kann man an einen SCSI-Bus ein IDE-Gerät anschließen. Und das ist im Sinne der Betriebssicherheit gewiss eine gute Wahl. SCSI! SCSI hat bis heute eine recht bewegte Geschichte hinter sich. Es ist älter als IDE und war anfangs als Schnittstellenstandard für Massenspeicherlaufwerke konzipiert worden. Im Laufe der Zeit wurde SCSI aber immer universeller eingesetzt und entwickelte sich von der bloßen Schnittstelle zu einem Übertragungsprotokoll, welches heute als Infrastruktur das Netzwerk nutzt. Während sich SCSI auf dem Bereich des Heimcomputermarktes fast komplett IDE geschlagen geben musste, wird es heute in seiner aktuellen Version namens SAS hauptsächlich in Workstations und Servern eingesetzt. SCSI-Geräte sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und daher qualitativ hochwertiger als IDE-Geräte. Wer die ganze, nicht ganz unspannende Geschichte zu SCSI lesen möchte, dem sei der entsprechende Artikel in der Wikipedia wärmstens empfohlen. Ich möchte hier jetzt nur auf den kleinen Anwendungsbereich von SCSI eingehen, der beim Amiga eine Rolle spielt. Augenscheinlichster Unterschied zu IDE ist die Anzahl der Kontakte. Die Versionen SCSI 1, SCSI 2, auch Fast SCSI genannt, und SCSI 3, auch bekannt als Ultra SCSI, nutzen das 50-polige Flachbandkabel. An ein entsprechendes Kabel und Controller können bis zu 7 Massenspeichergeräte angeschlossen werden. An den 8. Anschluss wird dann der Controller angeschlossen. Die Identifikation der einzelnen Geräte am SCSI-Bus erfolgt über Jumper, mit denen jedem Gerät eine feste ID-Nummer zugewiesen wird. Beim alten SCSI, welches beim Amiga zum Einsatz kommt, stehen 3 Jumper zur Verfügung. Die Einstellung der ID-Nummer folgt dem binären System. Kein Jumper entspricht der 0. Jumper auf der 0 bedeutet, die ID ist 1. Jumper auf der 1 bedeutet, die ID-Nummer ist 2 und so weiter. Wenn ihr ein 50-poliges SCSI-Gerät habt, welches noch einen weiteren ID-Nummern-Jumper hat, könnt ihr das im Amiga eigentlich ausklammern, denn dann sind wir in dem Bereich, wo man an den SCSI-Bus bis zu 15 Geräte anschließen kann. Zum einen, ich kenne keinen Amiga, in dem derart viel Platz ist, und zum anderen, den entsprechenden Controller dafür, den muss man erstmal ausgraben. Auf dem SCSI-Bus herrscht Ordnung und das gilt auch für die Priorität der angeschlossenen Geräte. Diese orientiert sich fest an den zugewiesenen ID-Nummern und ist absteigend angeordnet. Das heißt, die höchste ID-Nummer, in unserem Fall die 7, hat die höchste Priorität und jede Stufe, die darunter liegt, hat eine entsprechend geringere Priorität bis hinab zur 0. Ja, und dann gibt es noch den Arnold Schwarzenegger, ne? Den Terminator. I'll be back, so of the art. Am Ende des SCSI-Busses muss ein Terminator, ein Abschlusswiderstand, gesetzt werden. Diese Abschlusswiderstände gibt es zwar als einzelne Geräte, die eingesteckt werden können, eleganter ist aber die Lösung, die sich bei den meisten SCSI-Geräten bietet. Hier finden wir einen Jumper mit der Bezeichnung Term bzw. Term on off und dieser Jumper muss beim letzten Gerät auf dem SCSI-Bus aktiviert sein. Wichtig dabei zu wissen, an dieser Stelle ist der SCSI-Bus abgeschlossen. Sollte man versuchen, dahinter noch Geräte anzuschließen, so werden diese nicht mehr vom Controller erkannt. Der Bus geht bis zum Abschlusswiderstand, bis zum Terminator, aber nicht darüber hinaus. Ja, was den Arnie Schwarzenegger angeht? Hier muss man noch wissen, dass es die Möglichkeit der aktiven und der passiven Terminierung gibt. Passiv bedeutet einfach nur ein Abschlusswiderstand dran und fertig. Aktive Terminierung bedeutet, dass mit einer Stromquelle der Bus abgeschlossen wird. Bei den relativ niedrigen Datenübertragungsraten beim Amiga kann man zwar getrost die passive Terminierung verwenden, wichtig ist dabei aber darauf zu achten, dass immer die gleiche Terminierungsart verwendet wird, denn der SCSI-Bus ist an beiden Enden terminiert.
Auf der einen Seite muss man sich nicht drum kümmern, denn dort ist ja der Controller angeschlossen, aber auch hier gibt es einen Abschluss. Und die Art und Weise, mit der der Controller auf seiner Seite den Abschluss des Gazi-Busses bildet, die muss man wissen, denn genau diese Art, entweder aktiv oder passiv, muss beim letzten Gerät auf dem Gazi-Bus auch eingestellt werden. Unterschiedliche Terminierung, also auf der einen Seite aktiv, auf der anderen passiv, ist unzulässig. Was die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen IDE und SCASI nun ausmacht, da werde ich mich hüten, eine konkrete Aussage zu treffen. Aus der Historie heraus war SCASI 2, das was beim Amiga zum Einsatz kommt, schneller als das ATA 1, welches damals zum gleichen Zeitpunkt auf dem Markt war. Nur mittlerweile gibt es so viel unterschiedliche Hardware für den Amiga und ich möchte nicht ausschließen, dass es einen bestimmten ATA-Controller gibt, der in Kombination mit einem entsprechenden Endgerät möglicherweise sogar schneller ist als SCASI. Aber unterm Strich soll das eigentlich auch wurscht sein. Die technologische Trendwende ist fast in keinem anderen System so schön dokumentiert wie im Amiga. Findet man im Amiga 2000 noch überhaupt keinen Festplattencontroller, so findet man im Amiga 3000 einen SCASI-Festplattencontroller und in dem später dann erschienenen Amiga 4000, ja, da findet man dann einen IDE-Controller. Wie die Zeit vergeht. Heute gibt es hier viel an Prominenz. Nach dem Terminator begrüßen wir nun den Rächer der Enterbten, Don Diego de la Vega. Zorro! Glücklicherweise können wir unseren Zorro 2 Bus im Amiga 2000 mit Deutsch und ein paar Brocken Englisch verstehen. Wäre ja nicht auszudenken, wenn das Ding jetzt auch noch Spanisch quatschen würde. Wenn der frischgebackene Amiga-Enthusiast aus dem Kindergram, also Amiga 500 und 1200, heraus ist und sich erstmals an einen richtig erwachsenen Amiga herantraut, dann wird es oftmals der, warum auch immer, 2000er sein. Und dann muss die Kiste natürlich vollgestopft werden. Und hei, was gibt's da für Preisunterschiede in der Hardware? Also greifen wir erstmal ungeprüft und ohne lange zu fragen nach den günstigsten Angeboten. Ja? Eine 8 MB Fastmem Erweiterungskarte zum Beispiel. Toll, günstig gekriegt. Her damit, rein damit. Und ja, da haben wir noch einen Plattencontroller, den stecken wir auch rein. Und warum geht der nicht? Controller kaputt? Amiga kaputt? Nein. Hausaufgaben nicht gemacht. Setzen 6, du Trottel. Der Zorro 2 Bus kann maximal 8 MB Speicher adressieren. Und dabei ist es egal, wie sich diese 8 MB zusammensetzen. Stopft man eine günstige Speichererweiterung mit 8 MB in den Zorro-Slot, so ist der Bus dicht. Jede weitere Karte wird ihren Dienst verweigern. Und dabei kommt es darauf an, welche Priorität die Karte hat. Das beginnt mit der höchsten Priorität ganz rechts, also nahe am Prozessor, zur niedrigsten Priorität ganz links. Machen wir mal ein Beispiel. Es ist eine 4 MB Fastmem Speichererweiterung im Zorro Bus installiert. Dazu kommt eine 2 MB Grafikkarte und ein Festplattencontroller mit nochmal 2 MB Fastmem. Wie viele weitere Megabyte können wir für weitere Karten adressieren? Genau, gar nichts mehr. Die 8 MB sind nämlich voll. Möchte man jetzt noch weitere Erweiterungskarten einsetzen, so wäre es geschickt, irgendwo ein wenig Fastmem abzuknapsen. Und wenn diese Fastmem-Erweiterungskarte nicht ganz so günstig war, dann ist möglicherweise ein Schalter daran, wo man die Speicherkapazität einstellen kann. Aber bedeutet das denn jetzt, dass bei 8 MB schon Schluss ist? Ja, die Herren mal nicht so hochnäsig hier, ne? 8 MB Fastmem plus 1 MB Chipmem machen in Summe 9 MB RAM. Zeig mir mal jemanden PC von 1987, der so viel Arbeitsspeicher hatte. Aber okay, um die Frage zu beantworten, wir können noch deutlich mehr Fastmem haben. Allerdings nicht im Zorro 2 Bus, sondern auf Turbokarten mit eigener Speicherverwaltung. Die meisten Turbokarten für den Amiga 2000 haben so eine Speicherverwaltung und der auf der Turbokarte installierte Arbeitsspeicher ist auch noch deutlich schneller als der, den man in den Zorro 2 Bus einbauen könnte. Warum? Weil sich die Daten nicht erst durch den relativ langsamen 16-Bit engen Bus quetschen müssen, sondern direkt zum Prozessor, der ja ebenfalls auf der Turbokarte sitzt, marschieren können. Haben wir also eine tolle Turbokarte, dann sind für Amiga-Verhältnisse gigantische Fastmem-Dimensionen erreichbar. Reden wir hier mal so von 128 MB. Diese behelligen den Zorro 2 Bus nicht im geringsten.
Man kann also zum Beispiel 128 MB Fastmem auf seiner Turbokarte haben und es stehen trotzdem noch die vollen 8 MB adressierbarer Zorro 2 Speicherbereich zur Verfügung für weitere Aufrüstungen. Und jetzt ratet mal, bei welchen Turbokarten dies nicht der Fall ist. Na? Na? Jo, genau. Es ist beschämend, aber auch bezeichnend. Es sind die A2620 und A2630 von Commodore. Sie liefern bis zu 4 MB Fastmem mit, welcher, warum zum Kuckuck auch immer, im Zorro 2 Bereich eingebunden werden. Und das sollte man vorher wissen, bevor man für diese Karten ans Geld ausgeben denkt. Jede Steckkarte braucht eine bestimmte Menge an Speicher auf dem Zorro 2 Bus. Bei Arbeitsspeicherkarten ist das relativ einfach. Sind darauf beispielsweise 4 MB verbaut, dann werden auch 4 MB benötigt. Bei anderen Karten, wie zum Beispiel Bridgeboards oder Festplattencontrollern, sieht das anders aus. Eine kleine Übersicht und Planungshilfe bietet uns hier das Tool ShowConfig, welches standardmäßig Bestandteil der Workbench 3.1 ist. Unter Boards sehen wir die eingebauten Erweiterungskarten und dahinter ihren Speicherbedarf. Zieht man diesen Bedarf von 8 MB ab, so erhält man den noch verfügbaren Speicherplatz auf dem Bus. Im oberen Bereich sehen wir das Fastmem der Turbokarte. Unter Boards taucht dieser Speicher nicht auf und das sagt uns, dass die Turbokarte ihren Speicher selbst verwaltet und keinen Zorro 2 Speicherplatz belegt. Anders sieht es hier aus. Das ist der Bastel-Amiga, der in den Yesterchips Folge 11 eine Commodore A2620 Turbokarte bekommen wird. Oben sehen wir, dass 4 MB Fastmem insgesamt installiert sind und unten sehen wir, dass 2 MB davon von der Turbokarte kommen. Sie müssen also in die Rechnung, wenn es um Erweiterungskarten geht, in jedem Fall mit aufgenommen werden. Leider. Die 8 MB Begrenzung bezieht sich nur auf den Zorro 2 Bus. Wie man hier erkennen kann, ist in diesem Amiga ein Bridgeboard installiert. Auf PC-Seite sind 8 MB RAM installiert. Diese tauchen aber hier nicht auf, weil dieser Speicher nichts mit dem Zorro 2 Bus zu tun hat. Wir erkennen hier nur die 512 KB, welche zum Betrieb des Bridgeboards notwendig sind. Im Amiga 3000, 4000 und auch 1200 und CD32 begegnen wir dem Zorro 3 Bus. Hier müssen wir uns keine Gedanken über den adressierbaren Speicher machen. So viele Steckplätze stehen uns gar nicht zur Verfügung, um diesen voll zu bekommen. Ach so, nochmal zum Kinderkram. Der Amiga 500 hat übrigens auch einen Zorro 2 Bus. Man kommt hier zwar nicht oft in die Verlegenheit, 8 MB Erweiterungsspeicher außen anzubauen, tut man dies aber, gilt das gleiche wie beim Amiga 2000. Zusätzliche Erweiterungen, die an den Zorro Bus angeschlossen werden, funktionieren dann nicht. Vom Prinzip her ist die Geschichte einfach. Wir haben 8 MB und wenn wir etwas einbauen, müssen wir den Bedarf entsprechend abziehen. Sind wir bei 0 angekommen, ist der Bus voll. Und das wär's dann jetzt auch schon wieder. Ich hoffe jetzt etwas mehr Licht ins Dunkel, um das Thema IDE, SCSI und Zorro 2 Bus gebracht zu haben. Wünsche euch weiterhin noch viel Spaß beim Basteln. Und ja, wenn's halt eben mal wirklich nicht funktionieren sollte auf Anhieb, das gehört dazu. Es ist doch viel schöner, wenn man am Schluss irgendetwas selbst hingekriegt hat, als wenn man einfach nur nach Kochanleitung irgendwas zusammengebrutzelt hat. Naja, da erwartet man ja einfach, dass es am Schluss funktioniert, ne? Also viel Spaß noch bei euren Bastelversuchen. Ich wünsche euch die notwendigen Nerven dazu, natürlich auch das nötige Kleingeld und hoffe euch in der Yesterchips Folge 11 wieder mit dabei zu haben. Bis dann, alles Gute, Adele, ciao, euer Mick.